Der Dichter ist ein Mensch von unscheinbarer Erscheinung, der ohne Vorwarnung an einem scheinbar harmlosen Tage geboren wurde, zum Beispiel an jenem 4. Dezember, an dem Rainer Maria Rilke im Jahre 1875 auf der Welt erschienen ist, ohne dass seine Eltern dafür in irgendeiner Form haftbar gemacht werden könnten. Denn der Dichter ist ein verantwortungsloser, ungemein neugieriger Typ, der immer dort auftaucht, wo er gerade nicht gebraucht wird, und das mit Fleiß darauf anlegt, zur Unzeit aus dunkelstem, raunenden Urgrund emporzudrängen, grausam verfrüht, aber doch systematisch, in eine zu seinem Empfang noch unreife Zeit, inmitten unvorbereiteter Menschen, was ihn zum himmelsgeworfenen Ausnahmegeschöpf macht und ihm die Perspektive eröffnet, notfalls all seine Niederlagen nicht auf seinen Mangel an Reife, sondern auf den seiner Zeit schieben zu können und, wenn auch nicht jetzt, so doch später ganz groß herauszukommen, nämlich wenn das Urheberrecht erlischt und mit ihm die Blödigkeit seines Publikums, weshalb er dereinst eine reale Chance erhalten wird, als der übliche, viel zu früh verstorbene Dichter beweint zu werden und dann als Leiche sein Brot zu verdienen, was insgesamt einige Fragen nach der Lebensplanung eines solchen Geschöpfes aufwerfen dürfte, aber das kümmert uns nicht, denn der Dichter hat auf alles eine Antwort, insbesondere auf seine Fehler, die Mängel, die sinistren Abgründe seiner schillernden Seele, die sich sozusagen selbstredend durch seine Kunst entschuldigen, in deren Dienst er alles, aber auch alles stellt, zum Beispiel seinen ausgeprägt natürlich ungemein unschuldigen Hang zur Kleptomanie, die ihm zu Hause wie zufällig hereingeschneit ein monströses Warenlager beschert. Bar jeder Ordnung stapelt es die Ideen, Motive, Entwürfe so vieler Generationen anderer Dichter, die ihm geistesverwandt sind, also ebenfalls Raubdichter, deren Tentakel sich schlangen bis um das letzte glühende Fünkchen in einem Neandertalergehirn, damit er sich heute daraus bedienen kann. Hier ein Sätzlein verschieben, dort einen Akzent, um das endgültig nonplusultrige Neue zu erschaffen, die finale Form, das wirkliche Wort, und damit die Welt zu überraschen oder, wenn die Welt wieder mal nicht auf ihn gewartet hat, dann doch zumindest seine Freunde, die sein menschliches Kapital sind, durchaus im Sinne des Wortes, deren Dienstleistungen er souverän charmierend in Anspruch nimmt, weil er mit der Unbekümmertheit eines rousseauschen Naturkindes von ihnen immer glauben wird, sie hätten sich nicht zu seinen Bediensteten gemacht, sondern zu Dienern der Sache, der Kunst des Anliegens, was ja bekanntlich etwas ganz anderes ist, denn der Dichter wird mit nur seltenen Ausnahmen immer gerne zum Kämpfer für irgendeine Sache, die gar nicht die seine ist, vertritt heikle Ideen seiner Epoche, aufrüttelnd, denkanstößlich, aufzeigend, bewusstseinsbildend, auch wenn er öfters für seine Person weder über Bildung, noch über Bewusstsein, noch über eine blanke Idee oder gar Persönlichkeit oder Epoche zu verfügen vermag, was aber überhaupt nicht störend wirkt, solange ihm nur die Buchstaben nicht ausgehen. Notfalls entsagt er immer Montag seiner Selbstherrlichkeit und verharrt minutenlang in vielsagendem Schweigen, obwohl er das eigentlich nicht nötig hat, weil der Begriff egomanischer Selbstherrlichkeit für die anderen Dichter geschaffen wurde, mitnichten für ihn selbst, denn er ist immer ein Ausbund an Bescheidenheit, solange ihm niemand dabei zuguckt, denn der Dichter ist ein Mensch, der seine Befriedigung im Sinne der Befriedung seiner heißendsten, aufwühlendsten, den Weltwahn umfassendsten Instinkte, vom Spaß hier gar nicht zu reden, darin findet, seine äußerste Intimität zu wahren, seine Individualität zu kosen, seine Originalität zu hüten, sein Innerstes zu streicheln, sein So-Sein zu pflegen und es zu sammeln und zu kneten und zu ballen und Backe-Backe-Kuchen damit zu spielen und es schließlich zu einem grandiosen Wurfgeschoss zu bündeln und dieses auf die Nerven seines Publikums loszulassen. La poésie, c'est moi. Wobei er mit scharfsinniger Sorgsamkeit darauf achten wird, einen Fluchtweg offen zu lassen und seine splendide Isolation radikal, also wurzelig, zu verteidigen. Denn der Dichter ist ein wurzeliger Typ, der sich gerne irgendwo festkrallen würde, wenn der Boden der Tatsachen wieder einmal zu glatt wird und er wieder mal keine bessere Ausrüstung mitbringt als das schartige Florett, mit dem schon Voltaire im Gesicht der gichtigen Gebrechen gewöhnlicher Gegenwart herumfuchtelte, weshalb er gelegentlich auf schrundiger Wurzelsuche den Kompass verlegt und sich in irrender Absicht auf Äste setzt, um an ihnen herumzusägen. Zum Beispiel, wenn einer im Zeichen der Rose geboren ward, wie Mariechen, ist er womöglich phlegmatisch, gebrechlich, lebenssatt, apathohysterisch, übersensibel, buddenbrocklich, zauberbergisch, skrupellos imstande, Patiencen zu legen oder morbiden Schwänen beim Dahinsiechen zuzuhören. Aber wenn er hingegen im Zeichen des Sturmes geboren wurde, dann ist er ein Typ, der sich vorzüglich zu Verzweiflungstaten eignet und sich frenetisch trompetend jedem beliebigen Guerilla-Gefecht auf der Welt anschließt, wobei er sich gleichzeitig seiner superben Qualitäten als Bellamy, Casanova, Don Juan vollendet zu bedienen versteht, wenngleich ihm rein äußerlich die Vorzüge einer apollonischen Gestalt absolut abgehen. Wolf Biermann wird mir zustimmen müssen. Denn der Dichter ist ein Liebhaber der Liebe und weiß viel zu gut, damit umzugehen. Umhüllt von mystischer Ferne, reizt er die Sinne, praktiziert Yoga, meditiert Zen, Buddhismus, frühmittelalterliche Kuttenromantik, spätamerikanisches Woodstock, trinkt feierlich Tee und eruptiert bei jedem Orgasmus vielfarbig glitzernde Sternchen. Respekt! Allerdings kann das auch schiefgehen, denn der Dichter
richtet in seiner Inkarnation als lüsterner Romantiker hie und da auch sintflutartigen Schaden an. Zum Beispiel jener vermaledeite Schwachsinnige, welcher als erster die irreparabel umnachtete Wendung in die Welt setzte, er werde, die vergötterte, offensichtlich schwer rumzukriegende Liebste, auf Händen tragen und ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen, was natürlich zur Folge hatte, dass seitdem Generationen von Frauen verunfähigt wurden, ihre Wünsche in Worte zu fassen und es stattdessen mit Hypnose versuchen, während sie gleichzeitig permanent beleidigt sind, weil sie zu Fuß laufen müssen. Was insgesamt großes Unheil zeugte über Männer und Frauen, also gut, vornehmlich über die Männer, und zweitens alles uns sagt über die eine harmlose und Feder innewohnende Macht. Kaum spreizt sie sich mit einem schmachtenden kleinen Primatengedanken, schon ist auf Äonen dafür gesorgt, dass Männer und Frauen das tun, was ihnen am liebsten ist, nämlich nicht zusammenzupassen. Aber halt, Moment, so viel Zeit muss sein. Lassen wir die Zügel nicht fahren, so schnell ist die Schuldfrage nun wieder auch nicht geklärt. Wer ist hier der Unhold? Ist es der Dichter in seiner Harmlosigkeit, der vor sich hinschreibt im Auftrage von Mutter Natur oder weil ihm langweilig ist? Oder ist es der Leser, das Publikum, die harrende Horde, die jeden Anflug einer schwarz-weiß geprägten Idee hastig aufnimmt in ihren Hirnen, sie gestaltet und dreht und wendet nach eigenem Bedarf und Belieben, bis daraus etwas geworden ist, das zu Ihnen passt, aber deshalb noch lange nicht automatisch in die Verantwortung des Dichters gehört. Womit hier, falls es noch keiner gemerkt haben sollte, zwischen den Zeilen insinuiert wird, dass für die Folgen der Dichtung nicht der Dichtende gerade stehen muss, sondern der Lesende. So, das musste auch mal gesagt werden. Weshalb wir ohne weitere Umwege zum Wesentlichen zurückkehren können, und was wäre das sonst als das älteste Thema der Dichtung, und auf diesem Felde ist der Protagonist unwidersprochen ein Experte, der entgegen mancherlei Mutmaßungen viel klüger ist, als es sein Publikum glaubt. Denn der Dichter überlässt ohne Zagen die zierliche Helena den tölpelnden Kriegern sowie die aufreizende Aphrodite den schwülstigen Sängern oder marodierenden Machwerkern und tanzt stattdessen mit Pallas Athene hüpfend über die Hügel, wälzt sich mit ihr in infiniten Liebeskämpfen, verschlungen, keuchend im Staub, kennt keine anderen Brüste als ihre bewährten, weil alles, wahrhaftig alles auf Erden ein Ende haben darf, nur nicht die Liebe und nicht die Vernunft, auch wenn diese so oft so seltsame Umwege gehen und sich aus den Augen verlieren und trennen und nicht mehr wissen wohin mit ihrer Sehnsucht nach Leben, ach, nicht mehr wissen wohin, aber sorget euch nicht, denn der Dichter weiß immer wohin und schätzt die kleinen Dinge des Alltages gering und weist auf die wichtigen uneigennützig mit seiner Feder, was leicht zu beweisen ist, weil er zum Beispiel nicht an die öffentliche Anerkennung glaubt, nicht an den Ruhm glaubt, also weder an den seinen, noch vor allem an den irgendeines anderen Dichters und schon gar nicht an den des Nobelpreises, obwohl er diesen natürlich gerne hätte, wenigstens um ihn pathetisch jambend ablehnen zu können. Zu diesem Zweck lernt er Sprachen, ausschließlich westliche, studiert Philosophie, ausschließlich östliche, untergetaucht in riesige Bibliotheken, Staubhusten, Froschenkel lutschend und erarbeitet sich große Kennerschaft alkoholischer Getränke, wobei er jedoch zu seinem Leidwesen fast nie über die Potenz von Hemingways Leber verfügt, weshalb er dann im vorgerückten Alter, also ab 25, aromatische Kräuter vorzuziehen beginnt. Denn der Dichter ist ein hypochondrisch-paranoisch-parapolitisches Wesen, das aufs Tempo drücken muss, weil es zwar alles vom Leben erwartet, aber seine Lebenserwartung begrenzt ist, es sei denn, er macht etwas falsch, und es sich maßlosen Mühen hingeben muss, im Bestreben, die Welt erst zu verstehen und sie dann zu interpretieren. Wobei ihm das erste höchst selten gelingt, dafür aber das zweite grundsätzlich immer. Deshalb balanciert er lebenslang auf schwankendem Boden und sucht einen Ausweg aus solcher Malaise, wie einst der Geheimrat, nach dessen Befund das Wort Dichtung von nirgendwoher anders abstammt als vom Worte Fiktion. Ergo der Dichter niemand anderes ist als einer, der sein Verständnis der Welt nur fingiert. Keine Ahnung, was der Kerl sich dabei gedacht hat, das bleibt geheim, denn wir alle wissen es besser, dass nämlich Dichtung von Deutung abstammt. Ob zwar nicht notwendigerweise von deutlich, weshalb der Dichter, wenn ihn der Weltengrund mal wieder begriffsstutzig macht, sein Heil im delphischen Flüstern abgrundumflotterster flirrender Lyrik sucht und den Rest dem Publikum überlässt. Womit wir nebenbei auch die drückende Frage erledigen, wie es nun eigentlich steht in der Dichtung mit dem Verhältnis zwischen Transpiration und Inspiration. Na, ist doch ganz einfach. Die Transpiration ist natürlich Sache des Lesers, der keineswegs Rezipient ist, wie die Faulen behaupten, sondern schweißgebadeter Steinbrucharbeiter, dem der Dichter die Wortbrocken hinwirft, um sich stantepede wieder wohlig zurückzuziehen in das Plüschbordell der Inspiration, wo seine hauptamtlichen Zuarbeiterinnen wohnen. Die liebevolle Erato als Älteste, aber immer noch knackig. Oder die singende, leider permanent schicksalsschwangere Melpomene. An ihrer Seite zum erfrischenden Ausgleich die blühende, ewig giggelnde, jedoch nicht immer willige Thalia. Ersatzweise die schönstimmige Calliope, die auch mal gerne über die Stränge schlägt. Oder die erfreuende Euterpe, die immer zu allem bereit ist, auch wenn nichts dabei rauskommt. In diesem Falle eilt die reigenfrohe Terpsichore leichten Fußes, gelegentlich ein bisschen dröhnend herbei. Oder, wenn gar nichts mehr hilft, die hymnenreiche Polyhymnia, die wohl ein bisschen nervend wirkend, aber sehr hilfreich sein kann bei dramatischen Stimmungslagen. Vor allem, wenn nebenan Clio, die Rühmerin, mit der Autobahn
Autobiografie des Dichters mal wieder nicht klarkommt und mit der himmlischen Urania zusammengluckt, um die Erklärung für das Wesen des Dichters in den Sternen zu suchen. Was immer wieder zur allgemeinen Erheiterung beiträgt und das Betriebsklima fördert, weshalb es im Großen und Ganzen bei Dichters daheim durchaus gemütlich zugeht, obschon uns solch sinnefrohes Treiben nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass der Dichter von innen und aus der Scholle heraus an der Welt leidet, was erstens am Zustand der Welt liegt und zweitens am Zustand seiner genetischen Veranlagung, was hier vielleicht die falsche Reihenfolge ist, aber dennoch die Wahrheit. Also ist er qua Amt eine umwölkte Figur, die zwar ohne Umschweife die Rückständigkeit seiner Epoche mit Hörnern und Zimbeln attackiert, aber sich dennoch in den besten Jahren der disparat ausschweifend experimentellen Lyrik gerne verinselt, um sich elegisch an die properen Skelette seiner mondäugigen Geliebten zu kuscheln. Denn der Dichter ist seit prähistorischen Zeiten, als er krakelend auf dem Rücken eines Mammuts ritt, eine mythologische, fast heilige Entität mit übernatürlichen Kräften begabt, um Unglück vorherzusagen. Nie prophezeit er Glück, denn das wäre nicht lyrisch, und erschiene ihm leichtsinnig. Er aber ist nie leichten Sinnes, denn der Sinn ist immer schwer, zumindest zu finden. Also verwirklicht er sich als unglaubliche seismografische, lavaerotische Potenz, immer mit einem Bein luftig in der Vision und mit dem anderen drunten einbetoniert im Dilemma. Sowas nennt man eine hochkomplex vernetzte Struktur, genauso wie seine Epoche, was zu ausgeprägten Stresserscheinungen sowie Verkrampfungen führt, weshalb er es, wie wir alle wissen, immer wieder vorzieht, aufs Land zu ziehen, um dort autochton-elysische Lieder zum mageren Ton einer Hirtenflöte anzustimmen, was ihm allerdings bald langweilig wird, weil ja nur Schafe dabei zuhören und er just aus diesem Grunde damals kein Priester geworden ist, obwohl er doch so gerne predigt. Aber was soll's? Er weiß Enttäuschungen zu tragen wie ein Mann, nämlich ausdrucksvoll ächzend. Außerdem halten den Dichter in seinem Lauf weder Schaf noch Publikum auf. Folglich bleibt er immer er selbst. Also ein derart ungemeiner, unglaublicher, vulkanoid-dilematischer, dass er mit oder ohne Zustimmung seiner Rezipienten in jedem Fall sein Werk inniger bewundern wird als das seiner Kollegen. Aber so ist er nun einmal, so ist er geboren. Was kann er dafür, der einmalige Typ? Fast unmöglich, sich vorzustellen, dass auch er einmal vor Zeiten en miniature als runzelige, rot angelaufene Bonsai-Metapher aus dem Bauch einer ganz gewöhnlichen Mutter gekrabbelt kam. Denn der Dichter ist eben der Mensch, der geboren wird, wo der Apfel aufgibt. Allerdings ist der Dichter im Grunde des Kernes der Dinge genommen eine überaus überflüssige, überzählige, unnötige Kreatur. Ganz so wie ein Fußballtrainer, weil alle Welt um ihn herum tausendmal mehr von seinem Beruf versteht als er selbst und der nirgendwo sicher ist vor den Horden der Berufenen, die auch mal von ferne ein Buch gesehen, von der Abseitsregel gehört, als Kind der Oma ein Gedicht aufgesagt haben und ihr Wissen nun ausbreiten müssen, indem sie ihn unter die Fittiche nehmen, mit väterlichsten Impulsen, Motten gleich von allen Seiten umhudeln, Ratschläge wie ein rizinussüchtiger Klugesel scheißend, Belehrungen, Anregungen, Kommentare um sich werfend wie ein neureicher Parvenu die Juwelen, schulterklopfend dem Dichter ein Ideechen zustecken, wie einem Erwerbsunfähigen die kleine Spende. Mit akademischer Seminaristenmine, Sie müssen wissen, ich habe Jura studiert, da hat man auch mit Büchern zu tun, ganz wertfrei eine qualifiziert kritische Anmerkung beitragen, damit aus dem Kerl doch noch was wird. Sie haben doch Fantasie, warum gehen Sie nicht zum Fernsehen? Oder schreiben Sie doch mal, was die Leute lesen wollen, Pferdebuch oder so. Und überhaupt, sagen Sie mal, das ist doch kein richtiger Beruf und wovon leben Sie eigentlich? Also ich sage immer, ein Buch muss rund sein und nicht länger dauern als 90 Minuten. Erstaunlicherweise ist, trotz alledem, der Dichter ein gefährlicher Mensch, vor dem man die Jugend in Schutz nehmen muss, weshalb die Schulen sinnreiche Abschreckungsmaßnahmen ergreifen und die Organe des Lehrkörpers erschrocken die Irrlehre bekämpfen, dass Literatur, Gott sei bei uns, womöglich Spaß machen könnte. Oh nein, nicht bei uns. Denn ein Buch ist nur da, um einen edlen Zweck zu erfüllen, einen pädagogisch wertvollen, didaktisch belehrsamen, sorgfältig ausgewählt nach den Regeln der Kunst. Zu frühes Lesen behindert das Wachstum. Wer es heimlich tut zu seinem Vergnügen, dem wird das Rückenmark abfaulen. Schließlich muss man auch mal warten können, dann ist es schöner. Und überhaupt haben Bücher etwas mit Leistung zu tun. Man liest sie nicht, sondern erarbeitet sie sich. Ohne Anleitung geht hier gar nichts, gell? Nicht auf ihren Zauber, sondern das Lernziel hin, welches besagt, dass Literatur zu nichts anderem führt als zu der Anweisung, Schreibzeug raus, wir interpretieren jetzt Kafka. Oder die Frage, nun liebe Kinder, was hat uns der Dichter damit sagen wollen? Was kein Schwein beantworten kann, weil in einem Buch bekanntlich nur drinsteht, was der Dichter de facto gesagt hat, aber keineswegs, was der Versager vielleicht irgendwie gerne gesagt haben wollte, wenn es ihm nur gelungen wäre, Worte dafür zu finden, weshalb ganze Generationen frustriert die Schulen im festen Glauben verlassen, dass der Schriftstellerismus nur eine besonders perfide Variante angesäuerter klerikaler Lustfeindlichkeit sei. Wirk! Und das hat mannigfaltige Konsequenzen gezeitigt, denn der Dichter
wird schon seit langem nicht mehr ohne vorauseilende Vorsicht von der Leine gelassen. Mitnichten steht vielmehr zwischen ihm und der gefährdeten Welt eine Phalanx gorilloider Gardisten, bewaffnet mit Magisterdiplomen, Eigeninteressen, merkantilem Gespür, germanistischen Grundsatzdebatten, philologischen Phimosen, zum Beispiel der Lektor. Die führende Leitplanke, die den Dichter vom Falschdichter trennt. Der Wissende um die Wirklichkeit unserer Sprache. Der faustisch Ahnende um den Sinn der Semantik. Der Ritter der Rechtschreibung. Der Taggeist, der jede Milbe im Staub der Archive beim Namen nennt. Er schlummert nächtens, wenn den Dichter die Sehnsucht verschlingt, mit gutem Gewissen in den Grüften lemurischer Lexika und druidischer Duden. Schlägt tagsüber, wenn wehrlos der Dichter ist, den transsilvanischen Fang in das Manuskript. Saugt alles heraus, was nicht korrekt den Formen der real existierenden Sprache entspricht. Stellt unbeantwortet Fragen als infinitiver Inquisitor und streicht als grammatischer Geißler die schönsten Sentenzen heraus. Anmerkung des Lektors. Ich verbitte mir das, sowie den exzessiven Gebrauch allürenhafter Alliterationen. Im grausamen Irrtume befangen, es käme darauf an, die Sprache zu verwalten, während es doch, Anmerkung des Dichters, findet der Dichter, darauf ankommt, sie zu erneuern. Aber da sind noch andere vor, zum Beispiel der Buchhandelsvertreter, der von harter Arbeit lebt, Kilometer um Kilometer, aber auch von Prozenten. Manchmal eine Seele von Mensch verliebt sich gezielt in einen Dichter nur zu dem Zweck, mit ihm seine Klienten zu ruinieren. Er ist der Herold der Literatur, aber kein Dummer. Deshalb berät er im Vorfeld die Produzenten, tippt auf seinem Taschenrechner, wiegt wägend das Haupt, zieht alle Faktoren in Kalkulation, setzt schließlich mit Grabesmiene die Perücke aufs Haupt, wendet die Spitze des Dolches wieder den Dichter und verkündet den Spruch, »Das wird sich nicht rechnen«. Worauf alle um ihn herum den Daumen senken und die Arena verlassen, was schon schlimm genug ist, aber längst nicht so schlimm wie die Drangsal des Buchhändlers. Der einst, als er noch jung war und sprudelnd vor Lebenslust, in allem Ernst glaubte, er werde, wenn er mal groß ist, desorientierte, im Dickicht der literarischen Landschaft ausgesetzte, verlorene Leser und Innen beraten, führen, aufpäppeln wie verwaiste Schimpansenbabys und dies alles kraft eigener Kenntnis. Deshalb begann er zu lesen und das tut er noch heute und hat systematisch schon fast die Produktion seines Geburtsjahrganges geschafft. Das bringt ihn zur Verzweiflung, obwohl auch vom Meeresforscher keiner verlangt, alle Tropfen der Fluten persönlich zu kennen. In seiner Not holt er sich Hilfe, sichert sich sekundär ab beim Rezensenten, liest Programme, Prospekte, müht sich mit Waschzetteln ab, überlässt aber am Ende dann doch das Sortieren des Sortimentes dem wahren Experten. Und das ist sein Schuldenberater. Und der verabscheut den Dichter. Es sei denn, er ist Moderator beim Fernsehen oder eine tote Prinzessin oder die Knutschnudel des Präsidenten. Ach, wohin soll das nur führen? Dumme Frage, natürlich zur letzten Instanz. Die ist ohnehin immer dabei. Körperlos anwesend sitzt sie am Kopfende der Kalkulation. Alle Welt grübelt, ob sie sich äußern wird. Keineswegs wie, vielmehr nur ob. Schon längst will keiner mehr wissen, ja, was hat denn der Dichter geschrieben, sondern nur noch, wird man über das Geschriebene schreiben und weiterschreiben über das Geschriebene, was über das Geschriebene geschrieben wurde, was nur einem Unwissenden so geistesgestört erscheinen kann, wie es auch ist. Der Insider aber ist irgendwie anders und überlässt ein Manuskript lieber vorausschauend dem Orkus als der davonschwebend ins Grabe weisenden Stille der bewussten Instanz, über die im Übrigen schon alles gesagt ist, insbesondere von frustrierten, missverstandenen, empörten, nöhlenden Dichtern. Also von allen, weshalb nichts weiter zu sagen ist und wir den Mantel des Schweigens über sie breiten. Anmerkung des Kritikers. Ha, ich werde Gleiches mit Gleichem vergelten. Und uns wieder dem einzigen Menschen zuwenden auf Erden, der noch ernsthaft daran glaubt, dass im Getriebe der Literatur der Dichter die Hauptperson sei. Und dieser einzige Mensch ist der Dichter. Ein Typ, der zur Erregung geschaffen ist. Und wenn nicht zu der des öffentlichen Ärgernisses, so doch zu der des Mitleides. Und darauf bitte kommt es jetzt an, denn er ist eine Person, die einem unbedingt leid tun muss. Zum Beispiel im Zustand notorischer Armut, wo nicht im Geiste, so doch im Beutel. Sintemal in alle Welt glaubt, Kunst, das ist kein Beruf, sondern ein selbstverschuldetes Unglück. Und hierzulande jeder Fabrikant von Kloschüsseln besser verdient als ein Dichter, obwohl noch lange nicht raus ist, wer von den beiden eigentlich mehr mit Scheiße zu tun hat. Aber bitte, das ist nur ein Beispiel, beliebig, denn vor allem ist es die Notdurft des Dichters, wohl durchdacht, existenziell, melodramatisch, überhaupt irgendjemandem leid tun zu können, egal aus welchem Grund, egal wem, notfalls sich selbst, damit er sich nämlich trösten gehen kann mit einer guten kosmopolitischen Atzung. Zu diesem Behufe begibt er sich ins Restaurant, um dort multikulturellen Internationalismus zu treiben, zum Beispiel im Mandela, afrikanisches Lokal, im Theodorakis,
Sirtakisches Lokal im Samurai Brecht, japanisches Lokal im Apokalyptowitsch Now, russisches Lokal im Venceremos, solidarisches Lokal im Café Ratlos, ostdeutsches Lokal im Börsenverein Frankfurter Messe Lokal im Korumpel, bayerisches Lokal im zur öffentlichen Anerkennung, heute Ruhetag, im Outback, australisches Autorengenesungsheim, im Werner Blut, Weltschmerzlokal, im Musikantenstadel, Welterkenntnislokal oder, falls er gerade über den Weltuntergang schreibt oder ihn herbeisehnt oder sonst irgendeine Art von endzeitlichem Melancholie, ist sogar im McDonald's, kulturpessimistisches Lokal. Denn der Dichter ist ein bitterer Typ des Konfliktes, ideenzerfurcht, schrundig, die Seele zynisch von gelebtem Leben, geknittert, doch im Innersten gütig wie das Gesicht von Humphrey Bogart. Ein Märtyrer der ersten Stunde, ein rezensierter Flagellant, geplagt und geplagt von seinen Augen, seinen Ohren, seinem Herzen. Nicht zu vergessen die Schwere seines Gedankengutes, die Überentwicklung seines Bewusstseins, die Widerborstigkeit der Wörter, die hirschartig scheue Fluchtbereitschaft seines Publikums. Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Ja, wann kaufen sie denn? All das zieht ihn nieder, lässt seine Haare ausfallen, lässt seinen Bauchumfang wachsen, lässt ihn unduldsam werden zu seinen Mitarbeitern sowie gegenüber dem Analphabetismus an sich und als solchem, bis er dann endlich bekommt, was ihm zusteht, wonach er sich sehnt, wie Novalis nach der Nacht oder Reichanitzky nach dem Sinn seines Lebens, und das ist Resonanz, Resonanz, Resonanz. Und um das ein bisschen zu organisieren, treibt er sich nächtelang an den richtigen Biertischen rum, redet mit jedem, knüpft spinnenfingerig Beziehungsnetze, baggert Kritiker an, legt sich in den Hauspolitiker zu, leutselt mit Sponsoren in fröhlicher Sekt mit Orangensaftrunde, fraternisiert mit geföhnten Häuptern oder versammelt noch besser weitere Kunstsinnige um seine Mitte, um ein Komitee zu gründen, um einen bedeutenden Literaturpreis zu verleihen, ganz zufällig an einen lieben Kollegen, der über ein eigenes Komitee verfügt und somit über die Okkasion, sich bei Gelegenheit nonchalant zu revanchieren, denn der Dichter ist ein Typ, der Aufmerksamkeit braucht, Zuwendung, Herzlichkeit, liebende Sorge, mehr als irgendein unschuldiges Kindlein im Erdenrund, weil sein Wert nicht an ihm selbst gemessen wird oder an seinem Werk, sondern an den Einkünften seines Verlegers, ohne den der Dichter nicht existiert, weil er sonst ein ziemlich verschwiegener Dichter wäre, darauf angewiesen, zur Nacht auf regenglitzernd entvölkerten Straßen einsame Serenaden zu singen, an der Türe seiner Geliebten zu kratzen, einen Nachttopf auf sich entleeren zu lassen, also braucht er den Verleger, den Golem in seinem Rücken, den Buchhalter der Poesie, den Vater aller ökonomischen Schlachten. Misstrauisch beäugt er, mühsam die Höflichkeit wahrend, jedes Manuskript. Fragt als erstes niemals, was steht denn drin, sondern bei sich, wer wird das kaufen? Aber trotzdem verehrt der Dichter seinen Verleger, denn was bleibt ihm sonst übrig? Außerdem gibt es sie noch, die Verschworenen, die höheren Lichtgestalten, die Ausnahmeerscheinungen, die Verfechter des Wahren und Guten und Schönen und Unverkäuflichen. Sympathisch streben sie sehenden Auges dem Bankrott entgegen, veröffentlichen alles, aber auch alles des Dichters, weinen niemals in seiner Gegenwart, beziehen fröhlichen Mutes den Schulturm, wohl wissend, dass die Künste nichts wären ohne den Opfermut der Kunstverbreiter, die keinen Dank dafür ernten werden, keinen Lorbeer, außer solchen Lobeshymnen von der soeben vollzogenen Art, und das auch noch in stetiger Ungewissheit über deren Wahrheitsgehalt, denn womöglich wurde auch hier, ach, wurde auch hier nur Lobes gehymnt, damit auch dieses Gedichtlein hinausfinden kann in die Welt, denn der Dichter ist ja nicht blöde, obwohl der Dichter auch nicht wirklich intelligent ist. Denn wäre er es, dann hätte er, und jetzt zitiere ich seine Eltern, einen anständigen Beruf erlernt, seine Eltern sind Schwaben, oder würde wenigstens eine Familienserie fürs Fernsehen schreiben oder einen netten Artikel für die Friseurzeitung. Aber immerhin, und ich zitiere nochmal seine Eltern, muss man ja dankbar sein, dass der Bub nicht in die Politik gegangen ist, denn der Dichter trägt immer eine Fahne im Herzen, ein Banner an der Lanze, ein Mal an der Stirn, eine Marseillaise in der Kehle und den Drang in den Füßen voranzuschreiten, avant zu gardieren, egal wem, egal wohin, aber nach vorne, wo die Freiheit ist und die Wahrheit und die Vernunft und die Klarheit und all die anderen Dinge, die so selbstverständlich sind und so lebensnotwendig und doch so fern verborgen in der Burg des Heiligen Grals, in Ketten gelegt von den Truppen der Ignoranz, geschwächt von den Miasmen der Dummheit, gefangen gehalten hinter mächtigen Schanzen, Gittern, Türmen, Portalen, die keine Waffe brechen, keine Waffe überwinden kann, außer der einen, Courage. Aber die ist nicht zu kaufen und nicht zu erben und läuft den Dichter nicht zu wie ein hungriger Hund, weshalb manche ihre Farben verraten und klein werden unter der Welt und sich zu Angestellten des Zeitgeistes machen und ihm die Stiefel küssen und im anatomischen Sinne des Wortes vorne mit hinten verwechseln. Aber was soll's, von jenen sei hier nicht die Rede, diese sind keine Dichter, denn die Poesie ist nicht korrupt. Sie ist eins mit dem Staub, aber sie lässt sich nicht in ihn treten. Sie ist eins mit dem Eros, aber verweigert sich spröde der Pornografie. Sie ist eins mit den Träumen, aber verachtet die esotetriefenden Träume. Sie ist eine schöne Gefährtin, aber führen lässt sie sich nicht. Deshalb ist der Dichter
Niemals ein Arzt mit guten Worten im Koffer. Vielleicht ein Heiler, aber kein Sanitäter. Er tamponiert keine klaffende Blutbahn, stopft den Finger nicht in den brechenden Deich. Er ist ein Verkünder der Wunden und nicht ihr Verband. Im Gegenteil, den Schorf abreißen und die Glocke läuten. Das ist die Arbeit des Dichters. Denn der Dichter ist der Glöckner von Notre-Douleur. Und daher ein misstrauischer, skeptomanischer Sophist, durchaus wissend, dass wenn eine andere Zweifel zu wecken, sich diese gerne gegen ihn wenden, was ziemlich lästig sein kann, denn er beargwöhnt ungern sich selbst, lieber die anderen Dichter, aber das tut nichts zur Sache. Jedenfalls misstraut er ab Ovo der Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sinnhaftigkeit von Dokumen und anderen Bunkern, beäugt mit profundester Skepsis Restauratoren, Besitzstandwahrer und andere Konserven, verflucht de profundis den speichelnden Schwampf der Politbürokreise und Missionare und anderer Gebrauchtwagenhändler und bestreitet vor allem ad infinitum die Segnungen der Stagnation, die Heimeligkeit des Hergebrachten, die Ruhe der Beruhigten, weil er ein Sturmkind ist, aus rasenden Wolken geboren und in sich die Zeit fühlt. Und nicht nur diese, sondern die Zeiten. Und nicht nur die, sondern auf der Brust die Pistole, im Nacken die Faust, im Rücken die Wand und schließlich unter der Haut den Schrei nach der Antwort, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und wo sich die Zukunft verbirgt, diese feline Versteckspielerin, weil es doch weitergehen muss. Irgendwohin, irgendwie muss es doch weitergehen. Allons enfants, zu neuen Ufern immer, zu neuen Gestaden. Dafür, ja dafür, nichts anderes hat er doch immer geschrieben, sein Leben lang, seit er protestierend die Wände seiner Wiege mit trotzigen Graffiti verzierte. Dafür hat er geschrieben. Und vor ihm so viele andere. Generation um Generation umkreisen sie die Mauern der Idiotie, die Festungswerke der Ignoranz, die Schützengräben der Insuffizienz, die Kasematten des Kretinismus, die Minenfelder der infantilen Demenz. Nun ist es genug. Jede Geduld hat ein Ende. Wenn die Sache mit Jericho diesmal nicht klappt, müssen andere Mittel her als ein paar Also verlangt der Dichter nicht weniger als das, man sich erhebe, und zwar alle, und zwar komplett, die gesamte Menschheit, sich aufbäume und den durchgeknallten Einhalt gebiete und brülle, halt, basta, bis hierher und nicht weiter, Schluss jetzt, finito, es ist genug, man möge im Arsche uns lecken, öffnet die Tore, schleift das Gemäuer, übergebt die Schlüssel der Stadt dem Geist, der über den Wassern schwebt, oder gebt euch doch wenigstens, Sire, die Freiheit eines Gedankens, denn der Dichter spricht, hier stehe ich und kann im Notfall noch ganz anders. Deshalb ist der Dichter ein metaphysischer Internationalist, obwohl er natürlich kein Proletarier, sondern ein Poetarier ist und es ihm Erfüllung bedeutet, das Elend der Welt zu ergründen und zu beschreiben und zu beschriften und zündelnde Reden zu halten und sein Publikum aufzufordern, all das im Leben zu tun, was er in lebendige Lettern gegossen hat, aber nicht selber tun kann, weil ihm die Zeit dazu fehlt. Außerdem ist es wohl sein Beruf, die Welt zu beschreiben, aber die Berufung der Leser, sie zu verändern. Deshalb sucht er sein Publikum, um auf dessen Schulter abzuladen, was er schon immer zu sagen, berichten, appellieren, moralisieren, fordern hatte und außerdem, weil ein Dichter ohne sein Publikum ungefähr so viel taugt wie ein Verleger ohne Kredite. Folglich begibt sich der Dichter, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste, immer wieder auf Lesereise, zum Beispiel nach Funzwang, zum Beispiel in die Stadthalle, kleiner Saal, oder ins Rathaus, Sitzungssaal, oder in die Aula des städtischen Gymnasiums, Architekt war depressiv trunken, oder zur verdienstvoll darbenden örtlichen Buchhandlung, die von guten Absichten sowie Koch- und Reisebüchern lebt, früher rebellisch, heute esoterisch, oder in die engagiert-dynamische Volkshochschule, Kursbasis Deutsch für Kleinaktionäre, wird dort unter freundlichster Einteilnahme eingeleitet, vorgestellt, bekannt gemacht, nebst vollständig zitiertem Oeuvre von einem sognierten Menschen in legerer Sonntagskleidung, gut gemeint, vielleicht eine Spur übertrieben, endlich in unserer Stadt, ist es gelungen, von der Kritik hochgelobt, eine Bereicherung unseres regen Kulturlebens, dank Unterstützung der Sparkasse, freuen wir uns, und nun geht das Wort an unseren verehrten Gast, der nicht ansteht, sich sofort zurückzufreuen, obwohl das zitierte Oeuvre gar nicht das seinige war und der Name mal wieder falsch ausgesprochen, aber das macht nichts. Hauptsache, es sind Leute gekommen, die den Fehler begangen haben, Eintritt zu zahlen und daher ökonomisch gezwungen sind, duldsam zuzuhören, sich alles gefallen zu lassen, am Ende gar freundlichen Applaus zu spenden, um nicht zugeben zu müssen, dass sie ihr Geld zum Fenster hinausgeworfen haben. Also sind alle sehr nett. Auch der Dichter, der zuletzt gerne bereit ist, die interessanten Fragen des interessierten Publikums zu beantworten. Sagen Sie mal, und von sowas können Sie leben? Oder inwiefern hat die Schwangerschaftsgymnastik Ihrer Mutter den Rhythmus Ihrer Prosa präjudiziert, was delikate ästhetische Beredsamkeiten voller Esprit auf beiden Seiten auslöst und die sehrende Sehnsucht des Dichters im nächsten Leben doch lieber als ein nützliches, aber verschwiegenes Wesen die Welt zu beglücken, zum Beispiel als goldiger Goldhamster oder galante Gartenlaube. Denn der Dichter
ist sich natürlich im Klaren, dass er nur deshalb Kordilleren von unschuldig unbefleckten Papieren beschriftet, weil er am Horror Vacui leidet und dass das, was er tut, nimmermehr irgendwas fruchtet und er bei Lichte besehen und dem Pudelkern der poetischen Dinge doch nur schreibt und schreibt und schreibt, um sein So-Sein zu begründen, seine Unerheblichkeit zu rechtfertigen, seine Nutzlosigkeit zu bemänteln. So nach schreibt er, dieser halb dichtet er, deswegen ist er so undicht, kann die Worte nicht halten, darum ist er der Dichter und das ist sein Dasein. Anmerkung des Dichters, Bass, übrigens ein miserabel entlöhntes. Anmerkung des Verlegers, Tenor, na na na, geht das hier wieder gegen mich? Anmerkung des Buchhändlers, Sopran, und wieder redet hier keiner von mir? Aber man kann über ihn sagen, was man will. Jedenfalls hat der Kerl doch mehr Gefühl als eine Verkehrsampel und mehr Ästhetik als eine Klobürste und mehr Verstand als ein Parteiprogramm. Also letzteres auf jeden Fall. Denn der Dichter ist wie ein Hochseil, über das leichtfüßig und nackt der Mond schreitet, um in den Armen der Nacht viele, viele kleine neue Dichter zu zeugen. Und somit besinnlich geworden, zitieren wir abschließend ihn selbst. Ach, ich bin ein Bettler, ein verlorenes, wolkiges Wesen, ein dürstendes Chamäleon an den Eutern der Kunsthungrigen. Drum weinet, 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 aber vielleicht doch nicht um mich, denn auch ich wurde in einem sanftwarmen Bette geboren. Anmerkung des Veranstalters, Applaus, Applaus, Applaus. Anmerkung des Publikums, na endlich ist er fertig. Anmerkung des Rezitators, den Notarzt, den Notarzt, den Notarzt. Was sind das für Zeiten, in denen man sich entschuldigen muss? Für ein Liebesgedicht. Was sind das für Zeiten? Die Zeiten waren nie anders. Schon immer umstanden die Hungernden mit fordernden Augen die Welt. Die Zeiten waren nie anders. Schon immer versuchten die Heuchler, unsere Lieder zu enteignen, zu kaufen, zu entstehlen. Unsere Gedichte aber, unsere Gespräche schließen kein Schweigen über die Gegenwart ein. Sie bereiten den Boden für eine andere Zeit. Was sind das für Zeiten, in denen man sich entschuldigen muss für ein Liebesgedicht? Was sind das für Zeiten? Wir mögen uns eben. Wir mögen uns eben. Mögen uns eben. Ich singe mit Möwenzungen, mache eine Schaukel mir aus Wind, breite meine Schwingen weit über das Meer, hab einen Schnabel mit lautem Gekreisch, mit falschen Tönen oft manchmal verirrt, manchmal zu laut. Das Gefieder schließlich von Adlern zerzaust. Nicht immer rein, trotzdem wägt mich der Wind und grüßt mich glitzern das Meer. Wir mögen uns eben. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Wir mögen uns eben, wir mögen uns
Eben. Ich singe mit Möwenzungen, mache eine Schaukel mir aus Wind, breite meine Schwingen weit über das Meer, hab einen Schnabel mit lautem Gekreisch. Trotzdem wägt mich der Wind und grüßt mich glitzern das Meer. Wir mögen uns eben. La 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 la. Aquí nadie vale tanto como ese santo que se venera, ni como el que llega emblema o el que evocarán los cantos. No queda más que ponerle el hombro a la vida y tirar pa'lante. El tiempo está muy cambiante, más cambiante está la gente. Niemand mehr da, der anzuflehen wäre mit Gebet und Räucherwerk. Niemand mehr da, dessen Bild herumzutragen wäre mit Parole und Transparent. Niemand mehr da, dem zu folgen sich lohnte. No existe nadie. Es muss nun alles endlich aus uns selber kommen. Das hat alles ein bisschen gefährlicher gemacht. Auch uns. Das hat alles ein bisschen gefährlicher gemacht. Auch uns. Aquí nadie vale tanto como ese santo que se venera, ni como el que llega emblema o el que evocarán los cantos. No queda más que ponerle el hombro a la vida y tirar pa'lante. El tiempo está muy cambiante, más cambiante está la gente. Niemand mehr da, der anzuflehen wäre mit Gebet und Räucherwerk. Niemand mehr da, dessen Bild herumzutragen wäre mit Parole und Transparent. Niemand, niemand mehr da, dem zu folgen sich lohnte. No existe nadie. Es muss nun alles endlich aus uns selber kommen. Das hat alles ein bisschen gefährlicher gemacht. Auch alles ein bisschen gefährlicher gemacht. Auch uns. Das hat alles ein bisschen gefährlicher gemacht. Auch uns. Alles Schatten sammeln. Ein festes Blau, beständig, nicht drängend, blendend, pulsierend, wie Fahnen über der Küste, sondern schirmend, verlässlich, begütigend, wie eine Mutter, das Meer auf dem Schoß, die Hände verflochten mit allem. Wenn die Welt vorübergeht, wie ein lieber Nachbar das Haupt neigt, oder der Baum uns bei der Hand nimmt und flüstert, dass die Zeit ein Traumspiel sei, ein schönes Versehen. Wenn ein Stern die Höhen untersucht, wie ein Kolibri, neugierig flatternd, behutsam. Oder der Fluss sich zu uns setzt mit seinem langen Schweif aus Abenteuern, aus geschenktem Durst, aus Wundern.
ist alles Schatten, verlässlich die Flügel ausgebreitet im Blau. Ist alles Schatten und Baum, die Wurzeln tief verschlungen mit dem Horizont. Ist alles Schatten und Sehnsucht, niemandes Wort zu sein, unter so vielen Reden. Aus den Ruinen blüht. Es ist das alte Leben doch, den Fehlern der Ahnen verfallen wie einem Fluch. Es ist dasselbe Leben noch einmal, die alten Untaten erstrebend. Es sind dieselben Steine doch, aus denen die neuen Mauern entstehen. Es ist die alte Schweigsamkeit, die in den neuen Häusern wohnt, dieselbe Teilnahmslosigkeit gegen das Leiden der anderen, die alte Ahnungslosigkeit, die namenlose Überraschung, wenn wieder die Zerstörung nicht nur die anderen trifft, die Fernen, Fremden, sondern wie es immer war, zuletzt auch durch die eigenen Türen dringt. Würden wir doch lernen, die Zerstörer zu ruinieren, dann hätten unsere Häuser endlich Ruhe. Ich habe ein Einhorn gesehen, ich habe ein Einhorn gesehen in den engen Pupillen einer Straßentänzerin. Ich habe ein Einhorn gesehen, ich habe ein Einhorn gesehen in den engen Pupillen einer Straßentänzerin. Das Feuer brennt noch immer, die Vernünftigen lügen, die Geheimnisse enden nicht. Sie sind lebendiger als wir alle, spätestens wenn die Verliebten Dummheiten reden. Kommt das Einhorn aus den Wäldern zurück, spätestens wenn die Verliebten Dummheiten reden. Kommt das Einhorn aus den Wäldern zurück. Das Feuer brennt noch immer, die Vernünftigen lügen, die Geheimnisse enden nicht. Sie sind lebendiger als wir alle, spätestens wenn die Verliebten Dummheiten reden. Kommt das Einhorn aus den Wäldern zurück, spätestens wenn die Verliebten Dummheiten reden. Kommt das Einhorn aus den Wäldern zurück, zurück. Ich habe ein Einhorn gesehen,
Ich habe ein Einhorn gesehen in den engen Pupillen einer Straßentänzerin. Ich habe ein Einhorn gesehen. Ich habe ein Einhorn gesehen. Wir bauen Nester, angestrengt, furchtsam, im Bewusstsein bedeutsamer Eile, bauen wir Nester. Wir verteidigen uns, angestrengt, furchtsam, im Erkennen, ständige Bedrohung, ziehen wir Palisaden, es bleibt keine Zeit, das Fliegen zu lernen. Es bleibt kein Raum mehr für ein zärtliches Bett, einen trotzigen offenen Fenster zum Horizont. Es bleibt kein Raum mehr für ein zärtliches Bett, einen trotzigen offenen Fenster zum Horizont. Wir bewaffnen uns, misstrauisch, verbissen, sicherheitshalber, feindselig, greifen wir an. Endlich, wie es immer war, liegen die Nester in Trümmern. Wir hatten niemals Zeit, das Fliegen zu lernen. Wir hatten niemals Zeit, das Fliegen zu lernen. Es bleibt kein Raum mehr für ein zärtliches Bett, einen trotzigen offenen Fenster zum Horizont. Es bleibt kein Raum mehr für ein zärtliches Bett, einen trotzigen offenen Fenster zum Horizont. Haben nur einen Feind, die Ignoranz. Nur sie bestimmt, ob wir zu Tätern oder Opfern werden. Sie öffnet keinen dritten Weg. Beseitigt die Ignoranz, auch wenn ihre Abwesenheit schmerzhaft ist und unsere Leiden keine Betäubung mehr finden. Beseitigt die Ignoranz. Erst nach ihrem Tod werden wir weder Schlagende noch Geschlagene sein, weder Täter noch Opfer, weder Täter noch Opfer. Wir haben nur einen Feind, die Ignoranz.